Ja, die Gemeinde St. Gmein hat heute zur Gemeinderaus eingeladen. Die Gemeinde ladet alle Zugezogenen, die in den letzten 2 Jahren nach St. Marien gezogen sind, ein, um die Gemeinde kennenzulernen. Diese Veranstaltung ist sehr beliebt und wir freuen uns heuer wieder darüber, dass so viele mitgefahren sind. Und wir haben versucht, in 2 Stunden einen kleinen Einblick in unsere Gemeinde zu geben, sind zu markanten Stellen gefahren, wir haben die Direktvermarkter vorgestellt und wir haben natürlich ganz bewusst unsere Zentren vorgestellt, wo wir ein starkes Vereinsleben haben. Und im Gespräch mit vielen Bürgerinnen habe ich jetzt festgestellt, dass das ein schöner Nachmittag war und ich freue mich schon wieder darüber, wenn wir die nächste Veranstaltung wieder der Gemeinde Roers anbieten. Bei der Gemeinde Roers haben wir uns auch unseren Wasserbehälter am Radnerberg angesehen. Hier wollten wir den Bürgern zeigen, wie das Wasser von Goldwörth nach St. Marien kommt. Wir bekommen das Wasser über die Linz AG nach St. Marien und wir versorgen alle Haushalte mit Wasser von der Linz AG. Und wir haben auch den Bürgern erklärt, dass wir uns bemühen, die Wasserversorgung auszubauen, zusätzliche Behälter. Natürlich ein wichtiger Punkt wird es sein, neue Quellen in unserer Gemeinde zu finden, wo wir selbst dann ein gutes Wasser für unsere Bürger anbieten können. Bei der Gemeinde Roers haben wir uns natürlich auch unsere Kirchen angesehen. Die Gemeinde hat 2 Pfarren, die Pfarre Werkstetten mit der Lorenzekirche und die Pfarre St. Marien hat die Samarainerkirche und die Barackenkirche in Österbach sowie die Ursprungskirche St. Michael. Dort haben wir Station gemacht und dort hat uns Gerold Schisser die Geschichte der Ursprungskirche den Neubürgern erklärt. Wir sind hier in der Ursprungskirche von St. Marien. Ich möchte euch nicht mit irgendwelchen Daten und Fakten machen, sondern vielleicht ein bisschen eingehen in unsere ganze Umgebung. Die Kirche hier scheint am Ende zu sein oder nicht in der Mitte der Gemeinde. Nur muss man da zurückgehen, circa 1500, 1600 und da ist das ein Zentralpunkt gewesen. Da war der Pfarrhof daneben. Diese Kirche ist ja nie aufgelassen worden unter Josef II. Und wir vermuten auch, dass sie im Zuge der Bauernkriege abgebrannt ist. Und ich habe ein paar Sachen mitgenommen, die könnt ihr euch dann anschauen ganz kurz. 2005 haben wir diese Kirche zum Renovieren angefangen. Wenn ihr euch die Fotos anschaut, dann seht ihr, was wir eigentlich oder was die ganze Gemeinde, wir haben alle zusammengeholfen, dass das wieder ein Juwel wird und auch genützt wird hier herinnen. Und das zeigt eigentlich die Gemeinde, den Zusammenhalt in der Gemeinde, wo ihr jetzt Neubürger seid. Unsere Gemeinde hat eine sehr starke Vereinsstruktur. Wir haben viele Vereine in unserer Gemeinde, wie die 3 Musikkapellen, die Ortskapelle St. Marien, Jung St. Marien und Werkstetten. Und am Schluss der Gemeinde Roers haben wir uns heute hier eingefunden beim Themashoppen bei Jung St. Marien, bei der Volksschule St. Marien. Und wir freuen uns zu diesem gelungenen Abend. Und es ist ein schöner Ausklang für die Gemeinde Roers hier beim Themashoppen bei der Volksschule.